Wer derzeit auf Wochenmärkten oder in Geschäften einkaufen geht, der merkt schnell, nicht nur bei Benzin oder Energie sind die Preise gestiegen, auch Obst und Gemüse sind teurer geworden. Im März mussten in Deutschland 6,2% mehr für Nahrungsmittel bezahlt werden als noch vor einem Jahr, meldet das Statistische Bundesamt. Ein wesentlicher Grund: der Krieg gegen die Ukraine. Und solange der andauert, werden die Preise weiter steigen, warnt der Handelsverband. Die Regale sind voll. Selbst Sonnenblumenöl gibt es in diesem Kölner Supermarkt noch zu kaufen, wenn auch in begrenzter Stückzahl, als Schutz vor Hamsterkäufen. Bei einigen Produkten aber muss der Marktleiter umdisponieren. Das Mehl, was wir üblicherweise haben, das ist halt jetzt nicht täglich verfügbar. Das hatte vorhin einen Preis von 69 Cent. Alternativmehl, was wir zurzeit anbieten, wie man sieht, 1,49. Wo wir uns natürlich denken, besser 1,49 wie gar kein Mehl. Im Durchschnitt sind Nahrungsmittel mehr als 6% teurer als noch vor einem Jahr. Besonders betroffen Gurken. Im Februar kosteten sie 30% mehr als im Vorjahresmonat. Bei Tomaten stieg der Durchschnittspreis um 27%. Bei Kopfsalat waren es 17%. Gemischte Gefühle bei den Kundinnen. Früher bin ich mit Haushalt für zwei Personen mit 50, 60 Euro rausgekommen und heute eben nur 100 Euro weg. Ja, und wenn es teurer wird, ist es halt so. Weil die Leute, die hier kommen von einem Kriegsgebiet, die haben gar nichts. Ja, das, so sehe ich das. Ja, und wir können auch immer gut leben hier. Ich bin Rentnerin und bekomme jeden Monat mein Geld. Also dankbar muss man sein. Die Preissteigerungen treffen Menschen mit geringen Einkommen besonders. Sie müssen einen vergleichsweise hohen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Beim Discounter Aldi werden ab Montag Fleisch, Wurst und Butter deutlich teurer. Hier bereits die zweite Welle von Preiserhöhungen innerhalb weniger Wochen. Alles wird teuer. Nicht nur das Essen jetzt, was man hier kauft. Alles. Im Moment geht es noch. Aber wenn das jetzt noch alles weiter steigt, dann macht mir das schon Sorgen. Die Energie- und Rohstoffpreise waren schon vor dem Krieg in der Ukraine hoch und haben Nahrungsmittel verteuert. Jetzt sind sie weiter gestiegen. Den Einzelhändlern bleibe deshalb nichts anderes übrig, als die Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Die Händler verdienen ja ohnehin nur 2 bis 3, vielleicht 4 Cent auf den Euro, den sie einnehmen. Und insofern haben die nicht sehr viel Spielraum. Die Preissteigerungen auf der Rohstoffseite liegen nicht bei 3 oder 4, sondern bei 13 oder 14 oder teilweise bei 30 oder 40%. Das kann der Handel nicht kompensieren. Der Handelsexperte erwartet deshalb, dass die Preise in den Supermärkten noch weiter steigen dürften.